Ciao ragazzi, grazie a tutti per questa partita di calcio. This was probably one of my best experiences in life in football. So do me a short favor if you are from Italy or doesn't matter from where you are. Share this video, leave a like, leave a comment, subscribe to this channel and turn on the subtitles if you don't understand German. And now, enjoy the vlog. Forza Milan! Welcome back to my channel. Wir sind in Lampugnano mit dem Flixbus angekommen und schaut es euch in der Ferne an. Wir schauen das Champions League Topspiel AC Milan gegen Paris Saint-Germain. Und zack. Hey. So, offen. Wir sind im Zentrum ungefähr angekommen und wir haben das erste Mal seit dreimal Milano. Letztes Mal war gegen Juve. Könnt ihr vorbeischauen, habe ich auch gestresst. Das erste Mal habe ich genug Zeit, um ruhig was essen zu gehen. Ich komme gerade zum Spiel, aber erst suchen wir ein Restaurant. Boah, schaut euch den ersten Eindruck an, Piazza del Duomo. Schaut es euch einfach nur an und genießt es. So schön hier in Italien zu sein, in Milano und dort. Ich glaube, das sind die Ultras von Paris. Es gab schon heute Probleme mit denen. Einer oder gestern wurde abgestochen. Ich kann es mal einblenden. Also mit denen gibt es immer Ärger. Ich glaube, die Partie in der Todesgruppe, also ich muss nichts sagen. Wenn Paris gewinnt, ist Milano zu 99% draußen. Also Mailand muss heute gewinnen, sonst sieht es nicht gut aus. Boah, ich habe das komplett verpennt. Hier ist der Spot, wo alle Leute Bilder machen. Schaut es euch an. Ganz nach bis nach hinten, voll mit Leuten hier. Auf dem Platz versammeln sich immer Fans vor dem Spiel. Ich habe es ja gerade gesagt, die PSG-Fans. Mal schauen, wo die Fans von Milano sind, weil ich will auch noch die Stimmung vor dem Spiel aufnehmen. Aber jetzt suche ich erstmal ein Restaurant, weil heute haben wir ja Zeit. Endlich bei Juve gegen Milan, also Milan-Juve, bei Inter gegen Benfica und beim Derby della Madonnina hatte ich keine Zeit. Es war immer stressig, aber jetzt ist genug Zeit da. Also gehen wir jetzt was essen. Ich sage euch aber, ich habe richtig Bock auf dieses Fanduell. Die PSG Ultras und die Milan, die Curva Sud. Also es wird ein Fanduell. Die PSG Ultras werden zu 1000% Pyros zünden, um zu provozieren. Bin ich mir sicher. Und ihr wisst auch, wer zurückkommt in San Siro. Gianluigi Donnarumma. Er wurde schon in Paris komplett ausgepfiffen. Verständlich, weil er ist mit 16, glaube ich, Debütant gewesen mit Milan, einer der jüngsten, hätte locker zur Clublegende werden können, aber hat sich dann für das Geld entschieden und ist zu Paris gegangen. Ich wollte euch gerade noch weiter etwas zur Curva Sud sagen, aber da muss ich stoppen. Mein Handy ist so und schaut euch jetzt an. Oh oh, verboten heute, also die darf man nicht erwähnen. Endlich gefunden auf Empfehlung von Visca Barça, wie er. Zwar nicht der gleiche Standort, aber ich hab Bock, diese Pizza zu probieren. Hey, oh my days. Er hat gesagt, closed, es öffnet erst um 7 Uhr. Egal, heute haben wir genug Zeit. Ey, aber nur zum Festhalten. Ich war jetzt viermal hier in Mailand. Ja, also ihr seht ja auf dem Kanal viermal die Vlogs. Und ich habe es viermal, zum vierten Mal jetzt nicht geschafft, hier essen zu gehen. Aber ich sag euch ehrlich, bei diesem Anblick hat es keine Chance, dass überhaupt schlechte Stimmung aufkommt. Schaut es euch an. Überall die Gebäude, die Häuser. Es ist einfach ein Traum mit diesem Himmel. Ah, so wirklich. Es hat sich komplett gelohnt, hier hinzukommen. Hier ist es Numero dos, zweiter Versuch. Oh, ihr könnt dreimal raten. Es hat geklappt. Ja, ich habe richtig Lust jetzt. Wir haben gerade bestellt und ich bin geflasht von diesen Preisen. Ich blende sie euch kurz ein. Ich habe gedacht, es wird viel höher. Weil ihr müsst bedenken, auch als ich es bei Visca Barça gesehen habe, es gibt es seit 1935. Und ich habe gedacht, es war viel teurer, wenn es schon so lange diese Pizzeria gibt. Oh, schaut euch diese Pizza an. Meine kommt auch bald. Ich habe so Bock, die zu probieren. Nach dem vierten Mal endlich hat es geklappt. Wir kommen gerade zum Spiel, aber erst wird jetzt getastet. Boah, meine ist auch angekommen. Schaut schon alleine den Teig an. Oh, so fluffig. Ihr bekommt gerade eine Bewertung nach der ganzen.
Also ich glaube, ich muss nicht bis am Schluss warten. Das ist eine 9 von 10. Also wirklich, es tut mir leid, wie ich esse, aber das ist eine absolute 9 von 10. Es hat sich komplett gelohnt. Preis-Leistung auch komplett. Ihr wisst nicht, wie geil das ist, nach 4 Mal endlich dazu kommen, die zu probieren, die man schon seit 4 Mal machen will. So viel Stress gehabt und jetzt schön viel Zeit, 6 oder 7 Stunden vor dem Spiel und dann schön in ein Champions League Abendspiel im San Siro. Also besser geht es nicht an einem Dienstagabend. Hey, komm, das darf nicht fehlen. Ein Dessert, ein Tiramisu. Guckt es euch an, wie es aussieht. Ich hab so Lust. Hey, das Restaurant. Gino Sorbillo, wahrscheinlich Sorbillo, keine Ahnung, wie man es ausspricht auf Italienisch. Ich sage euch, insgesamt Personal, Ambiente und Essen so eine 8,5 von 10. Das Dessert war auch so eine 7,5, knapp keine 8. Also insgesamt Preis-Leistung auch top, 60 Euro für 2 Personen. Dessert, 2 Wasser, 2 Eistee und 2 Pizzen. Also beschweren kann ich mich nicht und endlich nach 4 Mal Mailand beim 4. Mal die Chance gehabt. Jetzt bin ich glücklich. Schaut es euch an, alle wollen zum Spiel gehen. Ey, wir kommen gerade zum Spiel selbst, aber erstmal müssen wir dorthin kommen. Wir sind Dusse aus der Met. Ich war schon beim Schweizerdeutsch wegen den üblichen Schweizer Vlogs, aber wir sind aus der Metro raus, gehen jetzt zum Stadion und zu der Curva Sud. Ich muss eigentlich nichts dazu sagen. Ihr wart, beziehungsweise ich, war schon 3 Mal hier und es war jedes Mal eines der besten Erlebnisse in meinem Leben. Es wird mich auch wundern eben, wie sie mit den PSG-Fans umgehen werden. Weil wie gestern schon gesehen, es ist nicht bekannt, glaube ich, dass es jemand von der Curva ist. Aber es kann natürlich sein, weil warum sollte irgendein Pariser abgeschickt werden hier in Mailand? Genau. Vor einem Spieltag und dann noch vermummt. Die 3 letzten Spiele musste ich stressen oder rennen oder habe irgendwas verpasst. Jetzt habe ich schön Zeit. Es ist erst irgendwie 7 Uhr abends, also 19 Uhr. Und die Fans versammeln sich schon irgendwo dort. Gehen wir auch gerade jetzt hin. Aber es ist einfach nur geil, so viel Zeit zu haben. Von den 38 Vlogs bis jetzt hatte ich ungefähr, keine Ahnung, so 3 Mal so viel Zeit. Das war auch so zu erwarten. Schaut es euch an. Überall Polizeiwagen. Feuerwerk geht schon in die Luft, weil die PSG-Ultras mit denen, wie schon vorher gesagt, es gibt immer Ärger. Und klar, ich schiebe es nicht nur auf eine Seite. Es sind immer 2 Seiten. Boah, schaut mal, sieht man sie rennen? Irgendwo von dort hinten, ich habe es ja gesagt, hört man sie. Ich glaube, irgendwo sind die PSG-Fans. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können, aber wir gehen ja jetzt zu den Milano-Ultras. Wir sind auf dem Areal von San Siro. Schaut es euch in der Ferne an. Komplett beleuchtet bei Nacht. Nach Juve, mein erstes Spiel hier, dass ich es richtig sehe, weil bei Juve habe ich es nicht mal wahrgenommen. Ich weiß nicht mal, ob es hier war, also die Lichter. Aber zum Spiel selbst, ey, ich muss euch nicht viel sagen. Die Teams bei Paris, Olivier Giroud. Ah, ja, fix. Bei Milan, Olivier Giroud. Bei Paris, Kylian Mbappé. Aber wahrscheinlich der weltbeste Spieler zurzeit. Und das sage ich als Messi-Fan. Bei Paris wiederum, Lucas Hernandez. Bei Milan, der Bruder Theo. Ich kann weitermachen. Es ist nicht nötig. Ihr kennt alle Namen. Aber Dembélé, Rafael Leao. Also heute kommt es auf die Topspieler von Milan drauf an. Und auf das Stadion und auf die Fans. Weil Milan ist in einer miserablen Form. Und wenn ich ein Spiel von ihnen schauen gehe, dann ist das Omen nicht so gut. Ich war 2 Mal hier, einmal beim Derby und dort gab es eine historische Niederlage und einmal gegen Juve, heim ein 0:1. Sie sind 2 Heimspiele hintereinander mit einer Niederlage hier. Aber eigentlich ist das komplett egal, weil ihr wisst, Champions League ist different level. Champions League, es ist egal, ob du Letzter bist in deiner Liga. Bei Champions League kommt das Team immer anders. Ihr seht es ja bei Real Madrid, egal wie schlecht sie in der Liga sind, sie haben 14 Mal die Champions League gewonnen. Und ja, ob verdient oder unverdient, ist jetzt gerade egal. Schlussendlich zählt das, was auf dem Papier steht. Und das sind 14 Titel. Und Milan ist auch ein Riesenclub, ein Riesenteam in diesem Wettbewerb. Wenn es mich nicht täuscht, die 2 meisten Titel mit 7, glaube ich, 7 Mal die Champions League gewonnen. Also sie wissen, wie es in diesem Wettbewerb geht. Letztes Jahr Halbfinale ausgeschieden gegen den Erzrivalen Inter. Und dieses Jahr läuft es auch nicht blendend. Ich blende euch nochmal die Tabelle ein. Sie sind auf dem letzten Platz. Es ist die Group of Death, die schwierigste mit allen Gruppen zusammen, mit Abstand. Newcastle ist 3. Platz mit irgendwie 5 Punkten. Nein, 4. Dortmund 4 und Paris 6. Also heute geht es um alles, weil wenn man heute nicht gewinnt, ist man draußen. Ah, bevor ich weitermache, genießt einfach diesen Anblick. San Siro bei Nacht.
Unglaublich, das vierte Mal, aber jedes Mal wieder einfach nur Gänsehaut. Alle Milan-Fans haben wegen Donnarumma, ihr wisst ja, das Geld, ich hab's vorher schon gesagt. Alle haben so ein Papier mit seinem Gesicht auf einer Dollarnote. Ich muss es euch irgendwie einblenden und wenn nicht, schade, aber ich versuche es zu finden. Es sieht so witzig aus. Noch zu Milan, die sind zurzeit Dritter in der Serie A. Und Paris, sie sind, ich glaube, gerade zweiter Platz und es läuft bei ihnen nicht schlecht. Sie sind in guter Form. Plus, die haben am Anfang von dieser Saison wieder mal tausende Transfer getätigt. Sie sind jetzt gefühlt eine neue Mannschaft. Sie haben Luis Enrique als Trainer, also ein kompletter Neuumbruch. Ich muss nichts dazu sagen, wie sie das Geld ausgeben. Also ähnlich wie Man City oder gleich wie Man City. Aber sie sind halt gut in Form. Und sie haben Kylian Mbappé, den absoluten Unterschiedsspieler. Ich bin Messi-Fan und sage, dass Mbappé der Beste auf der Welt zurzeit ist. Weil der, was der für eine WM-Final-Performance abgeliefert hat, das war ein anderes Level. Aber wenn Milan mit dem Fans im Rücken und komplett konzentriert verteidigt, nicht wie in der Serie A, sondern ein komplett anderes Spiel auf den Platz bringt, dann haben sie eine realistische Chance, ihn zu verteidigen. Ich muss nicht sagen, Kalulu ist zwar verletzt, Kjaer ist angeschlagen. Ich kann euch auch mal die Verletzten jetzt einblenden von beiden Teams. PSG hat eine Riesenliste, aber sie haben Theo, sie haben Tomori, sie haben Calabria und wenn es mich nicht täuscht, auch noch Ciao. Also wenn diese Verteidigung zusammenspielt, mit dem Mittelfeld zusammenhält, kompakt, dann können sie jeden auf der Welt verteidigen. Naja, ich sage euch, dieser Schal muss mitgenommen werden, wie bei Inter, Benfica, wie beim Derby della Madonnina. Ein Matchschal muss immer sein. Hier, der Matchschal hier oben, wie bei Inter, Benfica, genau gleich. Hier das Datum von heute mit dem San Siro und unten Parc des Princes mit dem Datum von PSG. Diese Matchschale, ich finde es so geil, eine Sammlung von jedem Spiel zu haben. Den Platz hier muss ich euch ja nicht zeigen mit den vielen Essensständen und so. Hier war ich schon zweimal, glaube ich, bei Inter, Benfica und beim Derby della Madonnina. Also unnötig, aber ich suche trotzdem die Ultras, weil ich will die Szenen, die Stimmung vor dem Spiel noch aufnehmen können. Weil ich habe bis jetzt nur vereinzelt Pyros gesehen, aber abgesehen von dem noch nicht richtig was gehört, außer Feuerwerk. Noch eine witzige Story zu Kylian Mbappé. Falls ihr es noch nicht gewusst hattet, Mbappé war immer früher mit einem Milan-Trikot. Ich versuche es mal einzublenden. Und seine Mutter, glaube ich, hat immer gesagt, er war verrückt nach Milan. Weil ich glaube, seine Erzieherin war Milan-Fan und er hat immer Milan-Spiele geschaut und hat sogar ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, wenn er nach Italien kommt, dann nur zu AC Milan. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wo er mit dem Trikot ist, als er gefühlte 5, 6, 7 Jahre war. Ich muss nicht erwähnen, was das für ein Transfer wäre. Stellt euch mal vor, Rafael Leao und Kylian Mbappé bei so einem Team. Ich bin jetzt hier hingekommen. Eigentlich war das letzte Mal beim Derby hier richtig was los. Dort hinten mit den Milan-Fans. Und der Milan-Ultra, den ich kenne, hat mir auch gesagt, die, wenn die da sind, dann hier beim Platz. Aber scheint nicht so zu sein. Wenn wir schon bei den Ultras sind oder zumindest versuchen zu sein, ich kann euch was einblenden. Eine offizielle Insta-Story von der Curva Sud, also Banditi, sagt man, glaube ich, von Milano. Sie haben eine Story gemacht, dass eine Choreografie geben wird über das ganze Stadion. Also ihr könnt euch auf richtig geile Aufnahmen freuen. Ich versuche zu filmen. Sie haben ausdrücklich geschrieben, man soll nicht filmen, man soll mit beiden Händen halten. Respektiere ich, würde ich bei meinem Club auch genauso machen. Aber irgendwie schaffe ich es euch, die Aufnahmen zu machen. Einfach nur schön. Es erinnert mich an die schönen Momente, wahrscheinlich die schönsten in meinem Leben, die WM 2022 mit Argentinien. Oh, hört jetzt hin, dieser Böller jetzt. Schön ein Licht und jetzt dann. Oh, yeah, Scheiße. Ey, es pfeift in meinen Ohren, es ist abnormal, wie laut diese Böller sind im Ausland. Und ja, die Stimmung ist jetzt nicht komplett laut. Es geht eigentlich beim Fußball auch nur um die Emotion. Es muss nicht laut sein. Wenn 10 Leute alles geben und schreien, ist es halt nicht so laut, wie wenn 1000 Leute da sind. Aber das ist halt auch wegen der Gesellschaft. Ihr wisst, Italien in den 80er Jahren, glaube ich, oder 90er, sie haben mit Ultras so übertrieben, dass die Polizei jetzt fast nichts mehr zulässt, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist, wenn das ein Italiener ist. Schreibt es wirklich in die Kommentare, die Meinung zu Ultras und zu unserer Regierung und Gesellschaft. Weil meine Meinung ist ganz klar, die Regierung, der Staat zerstört Fußball-Ultras. Ah, geile Szene. Der erste Pyro wurde gezündet.
zumindest der erste in meiner Nähe. Ich weiß nicht. Sieht man, ja, den Rauch. Seht mal ganz genau hin, man sieht den Rauch. Ich gehe mal kurz weg von diesem Platz, weil ich will schauen. Vielleicht sind dort die Ultras, also Auswärtsfans von PSG. Wäre auch krass, die auf den Aufnahmen zu haben. Hört mal, die Milan-Ultras haben so einen lauten Böller gezündet, dass sogar der Alarm angeht. Irgendwie 100 Meter weg von hier. Und die PSG-Fans scheinen so, wenn es sie waren, haben aufgehört. Also gehe ich jetzt vielleicht zurück zum Platz oder schon zum Stadion, weil dort bei 15, ich bin bei neben der Curva Sud, hier, wo die Riesenschlange ist, aber schauen wir mal. Er hört mal von ganz hinten, sie hören nicht auf. Okay, Bruder, jetzt wird übertrieben. Oha, Bruder, diese Böller, kommt noch einer oder nicht? Ein Pyro wurde gezündet, aber schauen wir mal. Ja, okay. Scheint nichts mehr zu sein. Eieiei. Was war das für eine Lautstärke? Okay, wir gehen jetzt weg vom Platz. Es ist nicht so eine Stimmung, wie ich erwartet habe. Aber im Stadion, ich weiß schon, das wird absolut krass. Curva Sud jedes Mal. Also Chapeau, Hut ab von der Curva Sud für diese Stimmung. Mein Tipp für dieses Spiel, also mit dem, dass man bedenkt, dass sie auf dem letzten Platz sind, heim, und sie müssen liefern, egal ob sie schlecht in Form sind, Milan. Ich glaube, sie können es vielleicht 2-1 gewinnen. Realistisch denke ich sogar eher ein 2-0 für Paris. Aber eben Champions League Heimspiel und die Hoffnung ist da. Ey, wir sind durch, die Kontrollen durch, und ich muss sagen, ich hätte gedacht, man wird mehr kontrolliert. Sie haben nicht mal richtig abgetastet. Schaut es euch an, alle Leute gehen rein. Das ist der Meister. Oh. Und wir sind drin im Stadion. Ich sage euch, ich war schon lange nicht mehr so gehypt wie jetzt. Das Spiel beginnt in einer Stunde. Die Aufstellungen blende ich euch gerade ein. Aber ey, genießt es einfach nochmal, diese Türme. Ey, meine Kamera. Oh, Entschuldigung. Sorry. Ey, ich fix die Kamera und dann komme ich wieder. Gebt euch diesen ersten Eindruck wieder. Platz 12 ist jetzt egal. Der Typ sitzt auf meinem Platz, aber falls Leute kommen, dann faxen. Aber schaut mal, hier die Choreos. Alles ist schon bereit. Auf jedem Sitz eine weiß-schwarze. Es nimmt mich Wunder, was es für eine sein wird. Die Aufstellungen sind bekannt gegeben worden. Ich blende sie euch jetzt kurz ein. PSG und Milan mit der bestmöglichen, die sie haben. Und ich blende euch jetzt auch noch die Bank von beiden ein. Und ich muss sagen, wer eine breitere Bank hat, eigentlich keiner. Beide sind ungefähr gleich, meiner Meinung. Milan hat defensiv weniger und offensiv Chukwueze und Okafor. Weil Jovic, tut mir leid, aber Jovic kann man nicht so als Champions-League-Spieler zählen, Stand jetzt. Und PSG hat einen Mukiele und offensiv noch einen Gonzalo Ramos. Und der Rest sind auch gute Namen, aber keine Top-Spieler. Also hier auch rein von den Aufstellungen würde ich mit PSG gehen. Aber es ist ja ein Champions-League-Abend und es ist im San Siro. Oh, 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 hört euch diese Pfiffe an! Das Stadion ist noch nicht mal ganz voll und die Fans pfeifen PSG komplett aus. Ich höre mein eigenes Wort nicht mehr. Ich weiß jetzt auch warum, es ist Donnarumma. Sie begrüßen nur Donnarumma, nicht mal die ganze PSG-Mannschaft. Hört es euch an. Ey, und sie hören auch nicht auf. Ich weiß nicht, in 40 Minuten ungefähr oder in einer halben Stunde ist das Spiel. Und sie pfeifen schon jetzt so bei einem Spieler. Ey, komm, es geht weiter und weiter. Ich muss nicht mal aufhören zu filmen. Hört einfach hin. Es geht weiter. Donnarumma, pezzo di me. Jedes Mal wieder unglaublich. Eieiei. Milan kommt rein, hört es euch an. Jeder von diesen Männern muss heute alles geben. Muss für diesen Verein sterben auf dem Platz, wenn sie in der Champions League bleiben wollen. Ey, irgendein Milan-Fan, ich habe keine Ahnung von euren Gruppierungen in der Curva Sud, aber falls das jemand sieht, hört und versteht, ist das irgendeine Fangemeinschaft mit Barcelona, weil das sieht aus wie unsere Barca-Flagge mit dem Ball, Katalan, aber einfach in Rot-Schwarz anstatt in unseren Farben. Oh, hört es euch wieder an.
Die PSG-Mannschaft kommt jetzt ganz rein und wieder werden sie ausgepfiffen. Ich muss, glaube ich, nichts mehr sagen. By the way, dort oben der Auswärtsblock von Paris und die Milan-Fans beleidigen schon wieder Donnarumma. Es nimmt mich Wunder, wie sie den auffüllen werden, weil bei Juve, also Milan-Juve, haben die Juve-Fans alles aufgefüllt, von hier bis dort. Hey, und sie... Hey, komm, sie hören nicht auf. Ich blende euch mal live die Tabelle von der Champions League ein. Dortmund führt gerade mit 2:0 heim gegen Newcastle und rein von der Theorie wäre ein Unentschieden am besten für Milano. Ihr seht es jetzt gerade, Dortmund ist zurzeit auf dem ersten Platz, aber Milano hat Dortmund noch zu Hause, hat Newcastle noch auswärts und... Ah, sie spielen ja heute gegen PSG zu Hause. Ja, egal. Oh, Henri, den Beckham als Special Guest. Schaut es euch mal an, PSG-Fans, ich höre sie sogar bis hierhin, ähnlich wie die Juve-Fans, aber sie werden oft übertönt. Hier seht ihr nochmal die Statistiken im direkten Duell in der Champions League von beiden Clubs. Donnarumma wurde auf den Aufstellungen bekannt gegeben und jetzt wurde so laut wie noch nie gepfiffen. Aufstellungen von Paris werden in der Zwischenzeit bekannt gegeben. Oh, wirklich Hut ab, er ist glaube ich erst 17 Jahre alt. Ich blende es euch mal ein. Und der Ex-Interspieler Milan Skriniar. Da hört es euch, ich muss nicht sagen. Oh, oh, ich habe es bei Juve nicht miterlebt, aber jetzt schon hört es an. Aufstellungen von Milan werden bekannt gegeben, hört es euch einfach an! Muss ich noch etwas sagen zu dieser Stimmung. Ich habe Sharapel Petiamo miterlebt beim zweiten Mal. Und jetzt wird die Choreo hochgehalten. Genießt es. Ja, noch der Drill. Pioli! Jetzt sollen aber die Choreos hochgehalten werden. Mit beiden Händen machen wir doch. Irgendwie klappt es schon. No. So schlechte Erinnerung. Dieser Typ ist so ein Real Madrid-Schiedsrichter. Kommen rein. Hört es euch einfach an. Alle mit der Choreo. Jetzt muss ich auch hochhalten. Oh, schau mal. Die beste Fans zünden. Oh, Champions League-Hymne. Gänsehaut. Ich muss nichts sagen!
Forza Milan! Sie müssen es irgendwie schaffen, dieses Spiel nach Hause zu bringen. Schaut es euch an! Unglaublich! Noch mit dem PSG-Fans im Hintergrund. Also besser geht es nicht. Die Mannschaften sind beide auf dem Platz. Spiel wird in wenigen Minuten angepfiffen. Hört es euch an! Es gibt nur einen Seitenwechsel. Hört mal hin, wie sie ausgepfiffen werden. Alles. Das ganze Stadion ist am Stehen. Eieieiei. Hört es euch an. Donnarumma kommt zur Kurve. Und er wird Luft. Schaut es euch einfach an. Alle Papiere, das sind diese Geldscheine mit dem Gesicht von Donnarumma drauf. Auf einem Dollarschein. Guckt es euch an. Überall werden sie runtergeworfen. Spiel ist angepfiffen, Paris, von links nach rechts. Oh, oh, direkt über die Außen. Oh, wo ist der Ball? Eieieiei, passt drauf, aufpassen, aufpassen, komm. Pulisic, super Pulisic. Ah, oh, schlechter Ball. Was ich komisch finde, was ein Lauf von Mbappé, holy, Julian, out, hey, out, ja, Abstoß, was ich sagen wollte, links ist alles voll und man hört die Fans auch richtig gut, sogar besser als die Juve-Fans bei der Führung, aber rechts ist einfach alles leer. Dalle, Rafa, okay. Erster Torschuss, Donnarumma hat den Ball nur in der Hand und hört euch an. Ich höre mein eigenes Wort nicht mehr. Oh, dieses Duell. Leo gegen Hakimi. Rafa! Nein! Was? Wie? Ich hab den schon drin gesehen. Wie ist der Ball nicht drin? Super Vorstoß von Leo. Genau so müssen sie weiterspielen. Oh, schnell ausgeführt. Immer noch Geo. Jetzt aber Geo. Hey! Oh! Die Manzano, ich wurde Puta! Ah, und jetzt gibt's noch extra für Paris. Hey, mit diesem Gil Manzano, wirklich als Barca-Fan, man ist kein Freund. Ja, super, super, danke, wegen diesem bin ich jetzt nicht das Tor am Film gewesen. Ja, scheiße. Es ist Eckball. PSG führt mit 1-0. Und Skriniar, der Ex-Intermann, macht sogar noch das Tor. Egal, lassen wir uns die Laune nicht versauen. Spiel ist wieder angepfiffen. Milan leider 0-1 im Rückstand. Durch so ein unnötiges Standardtor. Ich habe es euch irgendwie eingeblendet. Und die Paris holt das Zünden komplett. Kein Offside, nicht! Kein Offside, weiter Calabria. Superball! Direkt auf den Halb. Wie kann man diesen Ball direkt auf Donnarumma schießen? Pesce kontert. Ey, den musst du machen. Niemals Mbappé. Oh, jetzt haben sie ein Problem. Ganz stark, immer noch Paris. Eieieiei. Immer noch über die Außen. Dembélé, Tomteo. Dembélé, oh, in die Hände von Maignan. Aber bitte, den muss man eigentlich machen auf der Seite von Milan. Oh, super Leo, was ein Solo. Oh, was ein Ball. Leo, Giroud. Nein, Glanz. Der Leo. Rafa. Milan, 1-1. Ausgleich. Ja, ja, wichtig. Was ein Tor von Leo! Nach so einem Solo! Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich hört, aber es ist mir absolut egal! Wichtig! Ja! Schaut es euch an! Eieiei! Oh, wie wichtig ist das! Und es ist in keiner Hinsicht abseits! Erstmal Glanzparade von Donnarumma!
der Abpraller und Leao macht den Fallrückzieher zum 1:1. Leao! Einfach nur hinhören und die Kurva Süd zündet auch zum ersten Mal. Ey, krass! Spiel ist wieder angepfiffen. Milan gleich zum 1:1 aus. Hört euch an. Was ein Ball. Mignon, ja! Super Mignon, super Mike Mignon, was eine Parade. Oh, wieder zurück auf Theo. Super Theo, super Theo. Theo, oh, oh, oh. Ja, Kilmanzano, jetzt richtig so. Freistoß für Milan. Super Position, aber zu weit und um direkt. Oh, guter Ball, ganz knapp. Guter Versuch von Theo. Gut überhaupt, Raphael. Oh, oh. Ich hab's gesagt, ihn braucht es heute. Theo. Gute Finte. Oh, Welt, oh, Weltklasse. Verteidigt vom 17-jährigen Willian. Oh, Mbappé daneben. Der ist, glaube ich, gefallen. Mal schauen, ob es gecheckt wird. Das kann gefährlich sein bei Kilmanzano. Der Typ verteilt Elfmeter wie keine Ahnung was. Das muss man denen lassen. Die sind echt stark. Die sind okay, rechts ist jetzt auch ziemlich aufgefüllt, aber man hört sie richtig gut. Eieiei, Hakimi zu schnell, ich dachte, der Ball ist im Out. Hakimi, Zaire Emery, oh oh, Emery, oh, was eine Finte, oh oh, oh oh. Oh, eieiei, Dembélé, immer noch Paris, Milan muss aufpassen, sie lassen den Top-Spielern viel zu viel Platz hinten. Hey, Loftus-Cheek, komm, nein, Giroud ist zu langsam, bring doch, stell dir Oka vor. Oh, Giroud! Nein! Außennetz, so knapp. Hey, Giroud, Weltklasse erfahren. Aber ich sag, Okafor muss spielen. Mit Okafor hättest du viel mehr Tempo. Hey, super Baller, es muss Freistoß. Jetzt Vorteil, Vorteil. Jetzt aber. Hey, gib mir gelbe. Freistoß, da keine gelbe Karte. Schon vorhin. War es ein Foul? Bitte kann der auch weitermachen. Warum geht er in die Hocke? Ich hoffe, es ist nur, um sich auszuruhen. Okay, es sieht so aus. Ja, ich glaube, er hat nur einen Ball in die Eier bekommen. Dieses Mal viel bessere Freistoßposition. Den kann er direkt versuchen. Komm jetzt. Super Ball. Zu! Abroller. Komm, komm. Egal, ob die Milan-Fans Stimmung machen, man hört sie trotzdem. Es ist krass. Oh, oh, oh. Im Hintergrund Milan. Und immer noch Kolumani über die Außen. Ganz gefährlich. Nichts. Oh, Weltklasse. Glück, dass er ausgerutscht ist, zum Glück. Komm, Loftus-Cheek. Oh, Loftus-Cheek. Er spielt so ein gutes Spiel bis jetzt. Leao. Nein, spielt doch Leao in die Tiefe. Gerade keinen schöneren Ort. So klar, oh, die haben ein Problem. Oh, die haben ein Problem. Oh, Theo. Weltklasse von Theo. Bleib liegen, Dembélé. Bleib liegen, Dembélé. Hey, wieder am Kommen. Ich muss nicht. Uiuiui, Renders. Super Renders. Leo. Oh, auf die kurze Ecke. Hey, keine Sekunde ist Pause in diesem Spiel. Was ein Ball! Pulisic! Oh, Außennetz! Wieder, oh, animiert die Fans! So geile Szenen, schaut es euch an! Sie gehen zwar nicht direkt mit, weil Donnarumma wieder am Ball ist und ausgepfiffen wurde. Garde, immer noch die Garde. Und Elfmann für Paris. Hört mal, wie die Paris, ey, unglaublich laut sie sind. Hört mal hin. Also wirklich, Chapeau. Eckball kurz ausgeführt, sie müssen aufpassen. Wie beim ersten Mal. Oh, Dembélé. Der Ball, oh, der blockt immer noch nicht weg.
Aufpassen, aufpassen, Dembele, Dembele, immer noch Dembele. Oh, super Finte von Dembele. Oh, 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 oh. Oi, 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 ganz knapp, komm Leo, komm Leo. Oh, super, Dreh, jetzt auf Leo. Jetzt auf, ey, 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 jetzt! Geld, 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 das muss Geld geben, ja. Richtig. Die wären komplett durch gewesen und er hätte den Ball frei außen auf Leao spielen können. Also die Gelbe komplett berechtigt. Oh, Dembele. Ach du, ach du. Oh, oh. Dembele und Meignan sicher in den Händen von Meignan. Was ist Dembele bitte für ein Spieler? Und die Manzano pfeift die Halbzeit ab. Milan und Paris trennen sich zurzeit die Punkte. Mit einem 1:1. Halbzeit ist abgepfiffen und ich muss mich kurz halten wegen der Musik im Hintergrund, sonst werde ich von YouTube noch geclaimt. Also ich fasse mich ganz kurz. Ey, das ist mit Abstand die beste erste Halbzeit, die ich seit meinem, ich glaube, das ist der 37. Vlog, jetzt das 37. Spiel durch Europa, meistens in der Schweiz. Und das ist mit Abstand die beste erste Halbzeit, die ich gesehen habe. Ich blende euch mal die Stats ein, also die Statistiken von der ersten Halbzeit. Es ist crazy. Beide haben 11 Schüsse, beide 5 aus Tor. Zu den einzelnen Spielern. Ey, Loftus-Cheek wächst komplett über sich hinaus. Er ist vielleicht der Man of the Match, aber wahrscheinlich Rafael Leao bis jetzt. Und auf der Seite vom PSG, ey, Chapeau an Dembele und Mbappé. Wirklich erstaunlich, was sie zwei leisten. Und ich könnte bei beiden Mannschaften noch x Spieler aufzählen. Also wirklich, alle spielen Top-Fußball. Die Außenverteidiger ebenfalls, aber die Innenverteidiger, also besser gesagt defensiv, ist die Verteidigung bei beiden nicht so sicher. Zu den Fans, beide Fans, ey, Milan-Fans. Crazy Atmosphäre, jedes Mal, wenn Donnarumma am Ball ist, wie bei Galatasaray. Könnt ihr gerne abchecken, das Istanbul-Derby war ich auch. Dort pfeifen sie die Spieler ähnlich aus wie bei Donnarumma, nur dort ist es gefühlt noch lauter und das ganze Spiel rüber bei jedem Spieler. Und hier halt nur bei Donnarumma, aber sonst die Milan-Fans einfach nur crazy. Diese Atmosphäre, die beste AC Milan-Atmosphäre von all meinen 3 Milan-Spielen. Und PSG-Fans ebenfalls einfach nur crazy. Also die PSG-Fans wirklich, wenn das ist. Someone from Paris, from Paris, da sieht Chapeau. Man hört euch von hier aus dort drüben komplett. Also wirklich, ich hätte nicht erwartet, dass die PSG-Fans so laut sind. Ich wusste, dass sie laut sind, aber wirklich nochmal Chapeau. Hut ab an die PSG-Fans. Und zum Spiel selber, jetzt noch kurz, dann geht es gerade weiter mit der zweiten Halbzeit. Ey, 1:0, wegen diesen Typen neben mir nicht aufnehmen können. Aber ich habe euch ja eingeblendet, es war dumm, eine Standardsituation, die vermeidbar ist. Und Milan, ey, Weltklasse, dieser Ball von Leao. Beide Mannschaften kommen wieder rein. Ich drehe wieder die Kamera um, es geht weiter mit der zweiten Hälfte. Aber noch kurz zum Tor von Milan. Ey, der Ball von Leao, ich zeige ihn euch jetzt nochmal. Ich blende euch den Pass nochmal ein. Oh, super Leao, was ein Solo. Dann Giroud mit dem Abschluss und Leao schneller als jeder andere geschaltet. Und den Fallrückzieher ins Tor gemacht zum 1:1. Und nach diesem 1:1, ey, ich muss nicht sagen, ihr habt gesehen, was passiert ist. Genießt die zweite Hälfte. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, if you didn't sub, dann abonniert, kommentiert und liked das Video und genießt jetzt die zweite Halbzeit. Wenn das jemand aus der Kurve sieht oder ein Milan-Supporter, hey, wirklich unglaublich, Stadion ausverkauft und man merkt es komplett. Diese Kurve, ich kann sie nicht oft genug loben. Spiel wieder, ja, Manzano wieder an, ja, typisch Manzano. Sogar ein Ampfiff schafft dieser Mann nicht. Jetzt Spiel wieder angepfiffen. Zweite Halbzeit 1:1 Milan von links nach rechts und wenn diese Halbzeit annähernd 60-70% so weitergeht wie die erste, hey, dann wird das eins der besten Spiele in meinem Leben. Reinders! Reinders! Oh! Erste Chance für Milan, 48. Minute. Ich blende euch noch kurz die aktuelle Live-Tabelle ein, wie es aussieht beim 1:1. Ihr seht es. Paris ist, glaube ich, wieder auf dem ersten und Milan immer noch auf dem letzten. Also sie brauchen den Sieg. Gut draußen, Pulisic. Ja, Spiel gegen... Oh, Spiel. Oh, oh, oh! Oh, so knapp. Was? Immer noch Milan, komm. Oh, nein, 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 nein. Warum bleibt Leao liegen? Komm, Ball, Ball, Ball. Giroud! Yeah! Unglaubliche Szenen! Alle Paris-Spieler sind am Ritt!
sind am Mähen, was, wie heißt es? Sind am Mähen, Mutzen, sich am Beschweren bei Chilmanzano. Schaut es euch an dort. Aber was sind das für Szenen? Ei, ei, ei. Olivier Giroud steigt in die Luft, schmeißt sich rein in diesen Ball und macht ihn mit einem Kopfball, der unvergleichbar ist. Atmosphäre. Mein Tipp war 2-1. Bitte bringt Milan das über die Zeit. Ja, das Tor zählt. Das Tor zählt. Er hat, was? Was? Oh, ich habe gedacht, er hat das Tor zurückgenommen. Es zählt. Milan führt mit 2-1. Genießt es einfach. Spiel wieder angepfiffen. Milan führt wie PSG mit einem Kopfballtor nach einem Standard und ist 2-1 vorne. Oh, Leon! Leon! Hey, Leon nimmt den Kopf. Wie kann man so... Hey, ich habe das noch nie gesehen. Ey, so ein Spiel. Leon gelingt jedes einzelne Dribbling. Unglaublich. Einfach nur. Oh, Leo, ein teurer Ballverlust. Den darfst du nicht verlieren, Leo. Nein, 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 nein. Bitte. Super Ball. Immer noch gefährlich. Immer noch Paris. Unnötiger Ballverlust von Leao. Bitte. Dembélé. Zurück auf Hakimi. Immer noch Hakimi. Hey. Komm, es ist denen absolut egal, was hier passiert. Ey, genießt es einfach. Oh, Loftus-Cheek. Zum Glück, Loftus-Cheek. Komm. Oh, Loftus-Cheek. Was ein Spieler, Loftus-Cheek. Oh, 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 rot, rot, hey, ja, gib ihm rot, weil, hey, schau mal, wie er sich beschwert. Lewandowski hat in der Liga rot für das Beschweren bekommen und er nicht. Hey, der beschwert sich immer noch. Und es ist absolut egal. Hört es euch einfach nur an. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hey, hoffentlich kann Loftus-Cheek weitermachen. Der ist bis jetzt mit Leo debatable der beste Spieler auf dem Platz. Es sieht nicht gut aus. Er muss gepflegt werden und er liegt immer noch auf dem Boden. Ey, für mich ist das vielleicht sogar eine rote, wenn man sich so hart beschwert wie Lucas Hernandez bei so einem klaren Foul. Hoffen wir, er kann weitermachen. Das gehört zum Fußball. Er hilft ihm auf. Ist zwar nicht Lucas Hernandez. Ich glaube, Lucas hat ihn gefoult. Aber immerhin hilft man ihm auf. Schaut es euch an. Kylian Mbappé schon so eine Führungskraft in den jungen Jahren. Oh, kurz ausgeführt. Es sieht so aus, als könnte Loftus-Cheek weitermachen. Ein bisschen massieren und Kühlspray hat gereicht. Bärchen mit dem ersten Wechsel. Kolomuani geht raus und Gonzalo Ramos kommt rein. Auch eine Riesengefahr offensiv. Super, Loftus-Cheek. Hey, Loftus-Cheek, es ist unglaublich, dieser Mann. Komm, Loftus-Cheek. No. Hey, Foul. Weißt du es? Ja. Hey, wie kann er sich so aufregen? Ruben, Loftus-Cheek entwickelt sich mehr und mehr zum Man of the Match. Also, dass Chelsea den ziehen lassen hat, verstehe ich bis heute nicht. Aber gut für Milan. Oh, direkter Freistoß. Donnarumma hat den Ball, ich habe es nicht drauf. Aber schaut euch an, wie diese Kurve sich hält. Genießt es. Das Stadion bewegt sich. Unter mir, es bewegt sich. Unglaublich! Oh, immer noch PSG, Leo springt vorbei. Gefährlich, sehr gefährlich. Oh, was ein Tackling von Leo. Was eine Finte, guck, wie flink er ist. Oh, oh, oh.
wieder Eckball für Paris. Es ist so gefährlich, gegen den Mbappé zu verteidigen. Man kann so einfach einen Elfmeter verursachen. Plus Viertelstunde ist angebrochen und es ist noch nicht sicher. Noch keine drei Punkte für Milan, noch kein Punkt für PSG, noch nicht. Es kann noch alles passieren, weil es ist Champions League. PSG müsste von der Form führen, aber Milan tut es, also es ist alles noch möglich. Oh Leo. Oh, wie er den Ball vorbeigelegt hat. Rot. Nein, nur eine gelbe Karte. Leo wäre durch gewesen und Skriniar haut ihn komplett um. Hey, wenn das nicht vom VAR gecheckt wird, ich habe nicht gesehen, dass da noch jemand eingreifen hätte können, weil Skriniar war fast der letzte Mann. Also vielleicht war jemand in der Nähe, aber mit dieser Härte so einen Spieler umhauen, nein, das ist rot. Genießt es. Alle sind am Springen. Unglaublich, einfach nur unglaublich. Der VAR hat nicht eingegriffen. Die gelbe Karte bleibt, aber den Fans ist es absolut egal. Top-Freistoßposition für Theo. Oh. Nein. Oh, wie knapp. Ja. Kurze Ecke von Mbappé. Meunier hat ihn sicher. Und bei Leao sieht es nicht gut aus. Ey, immer noch lächerlich, wie Skriniar da reingegangen ist. Wenn Leao gegen ihn jetzt nicht weitermachen kann, das wäre ein Skandal. Es sieht ganz danach aus, das ganze Stadion steht auf. Mal schauen, wer rausgeht. Mal schauen, ob es Leao ist, aber der läuft nicht mehr rund, Musa geht raus, Brunic kommt rein und jetzt, ja. Leao muss gelaufen, ja. Ich glaube, der muss raus. Kann auch sein, dass er einfach ermüdet ist. Weltklasse, Rafael Leao. Wow. Und auch davor kommt rein. Heute Schweizer Kontine. Haue Bude innen für die Schweiz. Oh, erste Aktion. Okafor. Immer noch. Oh! Glanzparade. Okafor mit dem ersten Abschlusspass. Das 3:1. So geil. Wie der Securitas jetzt wegrennt. Hier oben. Alle versammeln sich schon. Hier den Abschluss. Ihr habt das sicher schon ein paar Mal gesehen. Wenn sie verlieren, gibt es Ansagen von hier, aber wirklich, sie reden direkt mit der Mannschaft. Aber diese Bilder, dass ein Securitas wegrennt. Oh, jemand. Ah nein, es gehen schon Leute. Oh nein. Paris noch einmal. Noch nichts ist fertig. Pulis ist sicher. Komm, bleib liegen. Zeit. Oha, 7 Minuten Nachspielzeit, wenn ich es richtig gehört habe. Zusammen. Nein. Komm, Tomori. Out! Ja, Abschuss für Milan. Der Ball, schaut, wie er sich feiert. Was ein Verteidiger für Caio Tomori. Ei. Genießt es, jeder steht auf. Meunier mit dem Abschluss. Ich bekomme wieder Gänsehaut, aber ich sag nichts mehr. Glaub daran, bitte ruhig. Erlebe wie sich. Ja, Meunier. Super Meunier. Gil Manzano hat schon auf die Uhr geschaut. Nicht mehr lange. Und Meunier hat den Ball. Er schaut nochmal auf die Uhr. Ich glaube, er hat noch 1 Minute, noch 2 Minuten. Capitano. Jetzt aber pfeift doch ab. Warum lässt er noch laufen? Weg. Jetzt pfeift doch ab. Ey, was ist mit Gil Manzano? Pfeift mal ab. Der gibt schon 2 Minuten zu lange. Ja, der gibt immer noch keinen. Nein, weg. Jetzt pfeift doch ab. Der gibt wieder einen Abschluss. Ja, bleib liegen, holt Zeit raus. Ihr habt es euch so verdient. Hey, bei allem guten Willen, ich kann Gil Manzano nicht verstehen. Der lässt immer noch laufen. Ja, gut. Mach den Simone Sasa. Hey, der pfeift. Hey, Gil Manzano. Nein, Gil Manzano, was ist mit diesem Mann los? Schon in den El Clasicos, was macht dieser Mensch? Paris noch ein Angriff. Sie spielen nicht mal nach vorne. Wieder Milan zusammen, weg. Jetzt pfeift mal ab! Pfeift doch mal ab! Ja! Jetzt! Milan gewinnt mit 2:1! Oh, ist das ein wichtiger Sieg!
Sie gewinnen mit 2-1 mit allen Fans im Stadion gegen Paris und sie leben wieder. Sie leben wieder. Die Champions League Achtelfinals sind wieder greifbar. Beleidigung gegen Inter. Schaut es euch an. Die Mannschaft geht abklatschen und sie beleidigen immer noch Donnarumma. Ach, sind das geile Szenen. Jetzt klatschen sie ab. Jetzt klatschen sie mit der Mannschaft ab. Hey, was für Emotionen waren das bitte heute? Schaut es euch an. Jeder ist am Springen. Bei den anderen Fans, schaut es euch an. Das Stadion ist langsam schon leer, aber die Kurva Sud, die noch hier sind, singen, fühlen und geben ihre Seele für diesen Verein. Aber das darf man nicht vergessen. Diese Fans immer noch am Springen und ebenfalls am Singen und am Jubeln, obwohl man 1-2 verloren hat. Also wirklich nochmal, PSG-Fans, Chapeau. Ich komme nachher zum ganzen Spiel und zu den Fans. Aber hey, beide Fans, krass. Paris ebenfalls Respekt. Jetzt finally gehen wir auf, also nochmal Respekt. Respekt an die Kurve Sud, man sieht sie zwar nicht mehr, sie sind schon rausgegangen und ich sage euch, wir kommen gerade zum Spiel und zu allem noch einen kleinen Moment. Ich habe mir einen extra Tee, Eistee und ein Wasser geholt und lustige Story, ihr seht hier mein Portemonnaie. Ich habe nur das Rückgeld jetzt, die 3 Euro von jetzt. In Istanbul, lustige Story, beim Derby-Vlog Gala gegen Beşik wurde mir einfach all mein Geld ausgenommen beim Security-Check. Der Securitas oder Polizist hat einfach mein Münzfach aufgemacht, in seine Hand ausgeleert und genommen und ich konnte nichts machen. Falls man es hört, wirklich crazy, Alter. Die PSG-Fans, also die haben mehr Respekt verdient. Sie sind laut, ja. Sie haben Sachen, die nicht toll sind, aber jede Fangruppierung hat das. Aber wirklich, Hut ab, immer noch im Stadion. Sie müssen immer noch dort bleiben und sie machen weiter Stimmung. Wir sind wieder zurück bei Lampugnano. Flixbus kommt in knapp einer Stunde zurück nach Zürich, 1 Uhr morgens. Und dann sind wir um 4 oder 5 wieder in Zürich. Aber zum Spiel, hey, ich sag euch, was muss ich mehr sagen als wow. Wirklich, die Fans von beiden Seiten. Einfach nur krass, das Spiel, eines der besten Spiele, die ich in meinem Leben sowieso erlebt habe. Hey, erste Halbzeit, Leao mit einem Wunderball zum 1-1, also sein Hackenpass. Hey, wer spielt diesen Ball? Ich hätte ihn raus auf die rechte Seite gespielt. Und Leao, ich habe keine Worte für diesen Ball. Einfach nur unglaublich, wie man ein Spiel so drehen kann mit den Fans im Rücken. Also nochmal Hut auf. Aber allgemein zum Spiel. Ey, es ist crazy, wie insgesamt die Mannschaft mitgegangen ist, also von Minute 1 bis Minute 90 beide Teams, Mbappé, Dembélé, was sie gemacht haben, also die haben mehr als eine Niederlage verdient. Die Tabelle hat sich jetzt komplett geändert, Borussia Dortmund hat gewonnen und ist somit, glaube ich, auf dem ersten Platz, ich blende sie euch jetzt ein, und Milan, wenn es mich nicht täuscht, ist jetzt auf Platz 3 gesprungen. Ich habe eine Prediction mit einem Kollegen gemacht und ich habe gesagt, Milan wird erster Platz, Dortmund zweiter, Newcastle dritter und Paris fliegt raus. Einfach so eine crazy Prediction aus dem Ärmel gezogen. Nicht irgendetwas gegen einen Verein oder so, sondern einfach so nach Gefühl habe ich so einen crazy Tipp gemacht. Aber mal schauen, was am Schluss rauskommt. Zu den Fans und zu dem Spiel, ey. Also die Fans, das war die beste Milan-Atmosphäre, die ich erlebt habe bei allen drei Spielen, die ich war. Und spielerisch, ey, das war, ich blende euch jetzt mal von der ersten Halbzeit die Statistiken ein. Ey, krass, beide Teams haben so Weltklasse gespielt. Und in der zweiten Halbzeit, ich habe gesagt, wenn es ein bisschen so weitergeht, dann ist es auch krass. Und es ging ungefähr so 60-70% so weiter. Giroud mit dem Kopfball zum 2-1 und das Haus brannte wie verrückt. Also die Stimmung, ich habe schon lange nicht mehr sowas erlebt. Bei Galatasaray, beim Tor von Icardi gegen Beşik
und bei Benfica das Tor von Di Maria könnt ihr beide abchecken, aber sonst habe ich im Leben noch nie sowas erlebt. Also alles in allem wirklich eines der besten Vlogs. Das war wahrscheinlich sogar der beste Vlog für mich. Das war wirklich Galatasaray und Benfica und natürlich das Derby della Madonnina war nahe dran. Aber dieses Spiel, ich habe 2-1 getippt. Ey, und es kam 2-1. Klar, realistischer war für Paris wegen der Form. Aber sie haben es geschafft mit dem Fans im Rücken. Besser geht es nicht, weil jetzt leben sie wieder. Sie haben die greifbare Chance auf die Achtelfinals und ich traue sie ihnen auch zu, weil ich glaube, sie haben noch ein Heimspiel, Dortmund, und ein Auswärtsspiel in Newcastle. Hey, was ich gerade gesehen habe, ich habe euch ja die Dollarscheine, Dollaruma, sie haben ja Dollaruma, glaube ich, gesagt, oder nur Donnarumma, korrigiert mich, aber die Dortmund-Fans, ich blende es euch mal ein, sie haben etwas Ähnliches gemacht, irgendwie You only think about money, also das Newcastle mit Arabien. Ihr wisst ja, Newcastle wurde von Arabien aufgekauft, von einem Investor wie Paris. Und 2034 ist ja die WM dort und sie haben einen Banner gemacht und irgendeine Ansage. Ich blende es euch mal ein, aber auch interessant, auch mit so Dollarscheinen. Wenn wir schon bei Banner und Choreografie sind von Dortmund, blende euch jetzt mal kurz die Choreo von PSG ein. Sie haben so einen Mann eingeblendet, der auf so ein Milan-Maskottchen geschossen hat und es getroffen hat am Kopf und am Körper mit so einer Zielscheibe. Und das war jetzt die Antwort von Milan. Also ey, das war die krasseste Choreo. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst ein Like, Comment und Abo da. Shared das Video mit allen Fußballfans, egal wer, egal ob Italiener, Milan-Fan, shared es mit allen. Und in dem Sinne, wir sehen uns wieder beim Balkan-Festival.